Hey, das ist natürlich ein Einstieg, Sammy. Danke vielmals. Es ist schon gut, weil ihr da seid. Es ist schön, wieder zusammen Kirche zu feiern, zusammen unterwegs zu sein. Du hast schon gesagt, Sammy, wir steigen ein in der zweiten Abend von dem Thema Signs and Wonders. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das heisst. Das ist also nichts vom Zorro. So, weißt du, Signs and Wonders gibt es ja auch noch. Es ist ein Zeichen und Wunder, das Gott uns in der Bibel verheisst. Apropos Wunder, bin ich dann ein bisschen googlen, so, was es für Witze zu diesem Thema gibt. Und da heisst, in Österreich ist in den Bergen ein Jogger erschossen worden. Ja, auf seinen Schuhen ist gestanden Rehbock. Kein Wunder, ist er verschossen worden. Oder? Kein Wunder. Ja, der Arzt sagt zum Patienten, Patient, Ihre Husten, der tönt jetzt wirklich schon viel, viel besser. Sagt der Patient, kein Wunder, ich trainiere auch den ganzen Tag und Nacht. Husten, oder? Okay. Der ist nicht so cool. Ja, danke. Okay, ja, danke. Ja, merci. Ja. Ich habe ihn auch noch gut gefunden. Okay. Kein Wunder. Was ist mit Wunder? Erleben wir das heute noch? Gibt es noch Wunder? Wie können wir mit dem Thema umgehen? Es ist mega spannend. Die Kirche ist eigentlich entstanden in einer Erweckung. Wenn wir sehen, in der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass der Heilige Geist auf die Jünger gefallen ist. In einem Rauschen, sie haben den Heiligen Geist empfangen, in Sprache geredet. Und dort ist eigentlich die Kirche entstanden. Und wenn wir denken heute, ja, das brauchen wir nicht mehr, dann haben wir, glaube ich, etwas falsch gemacht. Wenn sie am Anfang das gebraucht haben, brauchen wir heute das auch. Das Wirken von Gottes Geist. Seine Zeichen und Wunder unter uns. Doch was heisst das genau und wie können wir das verstehen, das wollen wir heute anschauen. Einen habe ich noch, der ist wirklich der ist heikel nach dem Frauenstreik, aber sie sagt, ich kann nicht schlafen und er, kein Wunder, das Böse schläft nie. Okay, anyway. Ja. Der Pastor erzählt immer Witze in der Kirche. Kein Wunder, will niemand mehr kommen. Nein. Anyway, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es sind noch harte Zeiten, finde ich zumindest. Ich meine, jetzt ist gerade der Frauenstreik vorbei. Das ist natürlich wirklich schwierig. Dann Pfingsten ist schon durch, oder? Ufert ist auch schon durch. Ostern, eigentlich alle Feste. Der längste Tag vom Jahr ist auch schon durch. Und Weihnachten, das liegt wirklich noch, ja, das liegt noch weit vor uns eigentlich. Also wir müssen lange warten. Aber ich habe eine gute Botschaft für dich. Obwohl all die Feste vorbei sind. Es ist auch heute Zeit für Geschenke. Ich habe da eins mitgenommen. Es ist Zeit für Geschenke und so werde ich auch die Predigt heute Abend nennen. Und zwar wird Gott dir Gaben schenken. In der Bibel wird von Gaben geredet. Geschenke, die Gott dir und mir geben möchte. Hast du das gewusst? Gott möchte dich beschenken. Er möchte mich beschenken. Heute Abend hat er ein Geschenk parat für dich. Es ist immer Zeit für Geschenke. Über Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Frauenstreich oder nicht. Gott möchte dich beschenken. Er hat ein Geschenk parat. Und ich möchte mal die Stelle vorlesen, die wir von diesen Geschenken lesen. Du darfst schon mitlesen auf der Folie. Und zwar ist das 1. Korinther 12. Eine bekannte Stelle, wo es eigentlich um Geschenk geht, wo Gott für dich geschnürt hat, parat gemacht hat, ganz individuell für dich parat haltet. Das ist 1. Korinther 12. Jetzt bin ich da gerade noch. Falsche Stelle gewesen. Genau. Okay. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt. Kapitel 12, Vers 7. Seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unerschütterliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Ein längerer Text aus der Bibel, aus dem Korintherbrief, ein Brief, wo der Paulus an eine Gemeinde geschrieben hat in Korinth, so eine Handelsstadt, wo die Kirche recht abgegangen ist und viele so Sachen erlebt hat und nicht so recht gewusst hat, wie soll man eigentlich auch mit dem umgehen. Und im Griechischen heisst es da im Urtext, die Gabe, die wir noch gelesen haben, gewiss hat er Gaben gegeben von dem, Gabe, Gottes Gedanken erkennen, da steht das Wort, das heisst eigentlich Geschenk. Und das ist im Griechischen heisst das Charis, das kommt von Gnade, also Charismata. Das sind
Geschenke, die Gott für dich hat, das sind Gaben, nicht nur menschliche Stechen, sondern Geschenke, die er wirklich geschnürt hat und er uns möchte geben. Und so heute ist die Zeit für Geschenke. Das Geschenk kann sein, eben, dass du Gaben hast, zu helfen, zu dienen, zu ermutigen, prophetisch zu reden, Gottes Stimme zu hören, ganz verschiedene Sachen. Und wir schauen drei Punkte an. Das erste, die Geschichte von diesen Geschenken. Was ist überhaupt? Jedes Geschenk hat ja eine Geschichte, oder? Wo man es gekauft hat, warum es Geschenke überhaupt gibt. Was sind das für Geschenke? Wir haben schon ein paar gehört. Und wie können wir sie erhalten und anwenden? Gehen wir so den Text entlang und auf den Text ein. Sind Sie einverstanden? Ja? Sind wir ready? Schauen wir das mal an. Okay. Ich mache noch einen Short Prayer, sagt man so schön. Ich bete jetzt noch für das. Vater im Himmel, ich bete, dass du wirklich unsere Herzen weit aufmachst, dass wir gerade gelesen haben, dass das wirklich uns ganz real wird. Das ist nicht für eben, nächstes Fest oder nächstes so und so, sondern es ist für jetzt. Es ist jetzt, heute Abend, Zeit für Geschenke. Danke, dürfen wir uns beschenken lassen von dir, Herr, mit den Gaben, die du uns gegeben hast. Und ja, Geist Gottes, du darfst einfach wirklich Raum hinein, du darfst Kontrolle haben. Wir wollen ja, auf dich hören, dass du uns in unser Herz hineinredest und dass wir dürfen dich so bauen, wie es dich ehrt. Danke, dass du da bist heute Abend und zu uns redest. Wir brauchen dich. Amen. Das erste, die Geschichte von diesen Geschenken. Das Geschenk ist schon spannend, sagt immer etwas über den Schenkenden aus. Ich habe einmal so etwas bekommen, jetzt ist es irgendwie nicht mehr da, so ein Etui. Okay, irgendjemand hat es. Genau. Das hat mir meine Schwiegermutter geschenkt, danke vielmals. Und das ist noch spannend. Also das sagt etwas über mich aus, dass ich immer meine Stift nie hatte. Sie hat bei mir so eine Schule besucht, Confession, Jahresschule für Evangelisation. Es sagt aber etwas über sie aus, dass sie sehr organisiert ist und so Sachen sieht. Oder? Ein Geschenk, da überlegt man sich ja etwas für jemanden. Was könnte er brauchen? Wo schaffe ich den? Was ist mit dem los? Er braucht Schreiber. Und es sagt aber auch etwas über den aus, was es schenkt. Eben zum Beispiel bei meiner Schwiegermutter, dass sie so Sachen beobachtet oder gerne Geschenke macht oder selber eben auch ihr das wichtig ist, dass sie organisiert ist. Und wenn wir jetzt über die Geschenke reden, Gaben, die Gott uns gibt, um eigentlich sein Reich zu bauen, dann sagt das auch sehr viel über Gott aus. Und zwar über wen? Wer schenkt uns die Geschenke? Was haben wir gelesen vorhin im Text? Es ist der Heilige Geist, der dir Gaben schenkt. Der Heilige Geist hat für dich etwas parat. Wir lesen im 1. Mose 2, Vers 7, da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Hat schon Mund zum Mund beatmet, oder eben Nase beatmet gegeben. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Finde ich mega cool. Da ist der Mensch einfach so Materie und Gott haucht seinen Atem ein. Und das ist ein Bild, sage ich jetzt mal, so verstehe ich es, oder kann man es sicher verstehen, für den Heiligen Geist. Gott hat dem Mensch seinen Geist. Sich selber eingehaucht und in uns etwas gelebt von Gott. Das ist etwas von Gottes Wesen in uns, das uns zum Leben bringt. Und das ist genial. Der Geist Gottes hat uns von Anfang an schon Geschenke gemacht, dass wir überhaupt leben können. Er hat dir das Leben eingehaucht. Das ist der Geist von Gott, der in dir schnauft. Und das ist mega, mega schön. Das Tragische ist, dass der Mensch nachher Gott den Rücken gekehrt hat und nicht Gott vertraut hat. Er musste eigentlich aus dieser nächsten Gemeinschaft von Gott raus, aus dem Paradies raus. Und die Bibel sagt, dass unser Atem ist irgendwann das Ende, oder? Irgendwann hörst du auf zu schnaufen. Wir haben nicht mehr wirklich den Geist Gottes voll in uns drin. Der Mensch ist irgendwo abgeschnitten von dem. Das Geschenk ist verloren gegangen. Irgendwo abseits gelandet. Und Gott hat aber einen Plan gehabt, er hat schon immer wollen, mit den Menschen in tiefer Gemeinschaft zu sein und wieder uns seinen Geist wirklich voll schenken. Aber es ist wie nicht gegangen. Wir waren getrennt von ihm. Und so hat Gott gewisse Leute erwählt und im ersten Teil der Bibel sehen wir das, wie der Geist von Gott die Geschenke so ganz sehr ausgewählt gewissen Leuten gibt, für einen gewissen Job. Eben nicht ein Schreiber, sondern gewisse andere Sachen, ganz spezifisch. Zum Beispiel dem König David hat er so seinen Geist in einer speziellen Art und Weise gegeben. Er hat können Harfe spielen und Musik machen. Und wenn er geworshippt hat, eine Gabe vom Worship, dann ist bei seinem Chef eigentlich ein böser Geist oder Depression, was auch immer war, ein böser Geist, wie beschrieben in der Bibel, verschwunden. Er hat gekämpft mit Mut. Er war ein mutiger Kämpfer. Der Elia, der hat gebetet und es sind Wunder geschehen. Das ist in der Bibel auch als Gabe beschrieben. Ein Gabe vom Glauben. Er hat gebetet und das Öl ist vermehrt geblieben in einer Vase, obwohl es
immer daraus genommen haben in einer Hungersnot und sie sind nicht verhungert, haben genug zu essen gehabt. Der Simson hat spezielle Kraft gehabt, Wunder zu tun. Die Propheten haben Gottes Stimme gehört, dann können Sachen voraussagen. Gott hat punktuell einzelnen Leuten das Geschenk gemacht und gesagt, dir gebe es, zum zeigen, mich gibt es, zum anderen wieder mit dem Atem von Gott anzuhauchen und eigentlich sein Reich zu bauen. So, das lesen wir. Der Punkt ist der, im Alten Testament ist das punktuell, ist ein Geschenk punktuell auf Einzelne gekommen, für gewisse Aufgaben. Und das Problem ist eben, dass der Mensch eigentlich den Lebensatem von Gott verloren hat und er die wollte zurückziehen. Und dann kommt eine Revolution und es ist Jesus, der kommt. Jesus, voller von dem Geist von Gott, voller von dem Lebensatem von Gott, der selber aus dem Paradies rausgeht, um uns das zu bringen. Und ich habe mir das überlegt, wir können es wie sagen, eigentlich ist es die digitale Revolution, die kennen wir. Und das ist einfach eine viel krassere Revolution als die digitale Revolution. Wer kennt noch Nokia 3210? Okay, es kennt noch ein paar, ich habe das Bild mitgebracht. Okay, das ist wie das Alte Testament, oder? Es ist auch gegangen. Man hat auch mit Gott reden können. Weißt du, hast auch anrufen und sagen, Gott, wie geht's, oder? Er ruft mich an in der Not, steht irgendwo im Psalm. Und es ist auch gegangen. Aber Gott hat gewissen schon, wie so ein Smartphone gegeben, schon im Alten Testament, oder? Mit so ein paar Apps, weißt du? So ein bisschen Spezialgaben, zum Wunder tun, zum mutig sein. Aber die meisten haben einfach noch das Nokia gehabt. Und durch Jesus kommt wirklich jetzt ein Update. Nein, es kommt ein totaler Betriebssystemwechsel. Nein, es kommt sogar wirklich ein neues Modell. Jeder kommt eigentlich, der an Jesus glaubt, ein Smartphone über. Und ist fähig, auch die Geschenke von Gott zu empfangen. Und ich würde dann die Geschenke so in diesem Bild mal als Apps eigentlich beschreiben. Stell dir mal vor, Jesus, du kommst ein neues Modell über. Durch Jesus, wenn du ihn glaubst, sagt die Bibel, du kommst wieder den Lebensatem von Gott über. Du bist wie wieder ein Stück weit schon jetzt in den Himmel, ins Paradies versetzt. Schon jetzt kannst du das neue Gerät sozusagen haben. Und du wirst schon jetzt gefüllt mit seinem Geist. Wir können sagen, ein neues Betriebssystem ist installiert auf deinem Handy. Und darum, auf das Betriebssystem, pflanzt Gott so Geschenke rein. Wie Apps, ganz praktisch für dein Leben, die du kannst anwenden, wo Gott dir spezifische Gaben gibt, um sein Reich zu bauen. Was gibt es denn so für Apps? Ich habe mir das so überlegt, das soll ja einander helfen. Kannst du das vielleicht nochmal tun, ja? Die Apps. Das soll eigentlich ja uns im Leben helfen, aber auch für die Gemeinschaft helfen. Ich meine, SBB, das ist noch cool, oder? Da kannst du eingeben und weißt Gott, wenn der Zug fährt, Google Maps. Du denkst, das ist vielleicht wirklich, weißt du, weißt, wo du hingehen sollst, oder? Das ist vielleicht gab von der Prophetie, ich weiss es nicht. iTunes wäre vielleicht so der Worshipper. Ich denke, der Wecker könnte vielleicht der Leiter sein, wo ab und zu wieder mal einfach sagen, so, es ist Zeit, machen. Das Bible-App wäre vielleicht gab zum Lehren. Und Gott gibt eigentlich jedem eine App. Jeder kommt eine App über. Und das ist im Neuen Testament möglich. Und die Frage ist jetzt, was sind das eigentlich für Geschenke? Das ist der zweite Punkt. Das war die Geschichte der Geschenke. Jesus schenkt uns die Möglichkeit. Durch Jesus können wir den Atem von Gott wieder haben. Und das zweite ist jetzt, was sind es genau für Geschenke? Und warum sind sie da? Ich habe schon ein paar Sachen angetönt. Und ich habe den Vers, den wir am Anfang gelesen haben, zusammengefasst so in ein paar Unterpunkte. Vielleicht kannst du mal die nächste Folie noch eintun. Mit den, genau. Das ist eigentlich der ganze Bibeltext von 1. Korinther 12, 8 bis 10. Jetzt mal ohne App-Sprache, so wie es da in der Bibel steht. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Mega cool. Was könnte das sein, oder? Wie sagt? Vielleicht denkst du, ich habe gar keine Geistesgabe. Aber vielleicht hast du schon mal im rechten Moment das rechte Wort bekommen. Die Bibel sagt dem Gabe von der Weisheit. Du liest vielleicht die Bibel und merkst plötzlich, hey, so könnte man das verstehen. Vielleicht hat Gott die Gabe von der Weisheit in dem geschenkt. Vielleicht weißt du in einer Situation, was zu tun ist, oder? Der Salomo, der die Sprüche geschrieben hat, sicher die Gabe von der Weisheit gehabt. Du kannst im rechten Augenblick das richtige Wort haben. Es kann mal jemand sein, ermutigen, jemanden trösten. So simpel kann es sein. Vielleicht hat Gott dir das Geschenk schon installiert. Die Frage ist, ob du weißt und anwendest. Ein anderer, da merkt man schon, es können nicht alles gleiche. Ein anderer kann durch denselben Geist Gedanken von Gott erkennen und weitersagen. Mega cool. Plötzlich denkst du vielleicht, hey, du, ich glaube, ich muss der und der Person wieder mal anrufen. Es kann vielleicht ein Gedanke sein von Gott. Und du erkennst einen Gedanken und denkst, vielleicht es geht der Person schlecht.
Und du kannst jetzt noch lange darüber denken, ist das von Gott oder nicht. Vielleicht machst du es einfach mal. Dann hast du eine gewisse Gabe, Gott zu erkennen, Gedanken von ihm zu erkennen. Das können ganz spezielle Sachen sein, dass du plötzlich weisst, hey, da in diesem Raum eben, oder da hat jemand vielleicht eine Verletzung oder da ist eine Not rum und du kannst das vielleicht mal ansprechen oder dich mit dieser Person treffen. Es kann auch sein, Gabe von der Erkenntnis, auch da die Bibel tiefer zu verstehen. Vielleicht merkst du, du hast so eine Gabe. Wow, hast du ja Geistesgabe. Das ist ja genial. Und so gibt's, werden hier x Gaben aufgezählt. Es sind eigentlich 9 Gaben insgesamt, wo Gott da zusammengestellt hat. Das finde ich mega, mega spannend. Und spannend ist noch, ich glaube, das ist nicht eine fertige Liste, sondern das ist einfach mal eine Möglichkeit. Das sind gewisse Gaben, die es gibt. Die geben viel mehr. Aber das sind ein paar wichtige, die Gott uns gegeben hat. Da mal noch weiter schauen. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Mega cool. Hey, ich war schon selber in Situationen. Habe das schon erlebt, dass ich in einer schwierigen Lebenslage war und ich bin orientierungslos. Und ich bin so an eine Gruppe von Leuten angekommen, die für mich gebetet haben und gehört haben, ob sie einen prophetischen Eindruck haben. Und das hat so fadengerade in mein Leben getroffen. Wirklich. Das ist etwas vom Größten, was ich erlebt habe mit Gott in meinem Leben. Weil jemand seine App gebraucht hat, seine Gabe eingesetzt hat. Und du kannst das auch, Gottes Stimme hören. Es gibt unterschiedliche Gaben, um Kranken zu heilen. Gewisse haben unterschiedliche Glaubenskraft zu reden von oben. Finde ich auch noch cool. Vielleicht kannst du jetzt nicht in fremder Sprache reden, aber du hast einen starken Glauben. Du sagst, hey, wenn andere zweifeln wegen einer Krise, ich glaube trotzdem an Gott. Hast du dir schon mal überlegt, ob das vielleicht eine Gabe ist von Gott an dich? Weil andere haben viel Zweifel, du hast einen starken Glauben. Sag Gott Danke, oder? Das kann sein, eine Gabe vom Glauben, dass jemand sagt, hey, ich gründe jetzt eine Kirche oder ich gehe jetzt auf Afrika in die Mission, weil du Mut bekommst von Gott, weil du den Glauben hast, dass er immer noch wirkt. Vielleicht denkst du, das ist ja völlig normal, dass man das macht. Aber für viele ist es nicht. Und du kannst das entdecken als Gabe, als Geschenk, das Gott dir möchte geben. Ist noch spannend. Ist noch komplex, gell? Alles, was wir hier haben, die 9 Sachen. Die Korinther, die sind ja so recht so geistlich drauf gewesen. Die sind wirklich so mega so mit dem Heiligen Geist, oder? Die haben mega viel erlebt in dem. Und ich glaube, der Paulus, der will da eine Art ein bisschen wie Ordnung reinbringen und sagen, hey, schau, das sind unterschiedliche Sachen. Und es ist nicht eins wichtiger als das andere. Jedes ist gleich wichtig. Aber das, was ich dir gegeben habe, setze sie für mein Reich. Tu dich nicht grösser machen oder kleiner. Brauch's. Das sehen wir auch, wenn wir die zweite Liste anschauen. Es gibt nämlich noch so andere so Listen in der Bibel. Zum Beispiel im Römer, Kapitel 12, können wir auch mal schnell durchschauen. Da heisst es, hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Da haben wir wieder Prophetie. Das ist spannend, gell? Wie das geht. Und das Zweite, wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Ist das jetzt auch eine Gabe vom Heiligen Geist, dass ich das WC putzen kann? Das ist noch interessant, aber es wird auch genannt, als Geschenk von Gott. Ein praktischer Dienst, wenn du Handwerk hast, wenn du gut bist im Organisieren. Wow, okay, anscheinend ja. Wer Gemeinde im Glauben unterweist, soll dem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnt und ermutigen kann, der soll die Gabe nutzen. Das ist eine Gabe. Hey, Leute, die mich schon ermutigt haben, wow, das kann so einen Unterschied machen in meinem Leben. Manchmal bin ich wegen irgendetwas Kleinem down. Und jemand hört mir zu, versteht mich und sagt, es ist schon gut, Simi. Du bist cool. Das ist alles gut. Und ich bin wieder einfach ja, happy. Und das ist so ein Unterschied im Leben von einem Menschen, wenn du jemanden ermutigst. Das ist genau so eine Geistesgabe, wie wenn du für jemanden um Heilung bettest, oder? Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der soll sich ganz für sie einsetzen. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Das ist noch spannend. Eine andere Gemeinde, die Paulus schreibt, wo er noch mal von anderen Gaben redet. Nicht das Prophetische ist auch da, oder? So das Übernatürliche, für uns offensichtlich Übernatürliche. Aber es werden auch ganz viele andere Geschenke erwähnt. So ein paar Punkte, die wir aus dem Text lernen können, was die Geschenke sind, möchte ich dir mitgeben. Wir sind noch bei dem Punkt 2. Und ich denke, das erste, was ich dir sagen will, jeder hat eine App. Ich kann mir noch mal das Bild von dieser App hier tun. Jeder hat so eine Gabe, jeder hat so ein Geschenk. Vielleicht denkst du ja, ich habe jetzt nicht etwas Spezielles. Die Frage ist mehr, wendest du das App schon an? Lebst du deine Gabe? Wenn du immer denkst, ja,
ermutigen, das ist ja gar nicht geistlich. Ja, das muss ich ja gar nicht machen. Ich habe keine Geistesgabe. Das ist ein bisschen schade, oder? Aber wenn du sagst, das ist ja meine Gabe von Gott. Und ich tue es ganz bewusst sagen, Gott, jetzt brauche ich einen dem. Hilf mir jetzt, Leute zu ermutigen. Ich glaube, du kannst einen mega Unterschied machen. Die Frage ist, ob du deine Gabe vielleicht einfach irgendwo ein bisschen, auf so irgendwo ganz hinten gespeichert hast, auf dem Nattel, und gar nicht mehr weißt, dass du die hast. Oder die Apps, die du irgendwo weit hinten tust. Jeder hat eine App, sogar verschiedene Apps, verschiedene Gaben. Die Frage ist, wendest du die an? Benutzt du die oder versteckst du die? Und ich glaube, manchmal ist es auch viel natürlicher als gedacht. Manchmal redet Gott, ist es ganz natürlich die Gabe von Gott. Du hörst plötzlich Gottes Stimme. Oder du hast ein Bild des Innerlichs. Das wäre vielleicht das Foto-App übrigens, beim iPhone. So, das wäre so die inneren Bilder. Ist gleich. Und das ist manchmal viel natürlicher. Ich weiss noch, ist auch spannend. Ich habe einmal, ich habe einen Kumpf geleitet. Und wir haben ein Lager gehabt. Das ist jetzt ein Beispiel, das ich dir zeigen möchte, dass manchmal das viel natürlicher ist, Gottes Reden oder seine Gaben an uns, als wir manchmal denken. Jeder hat eine App. Die Frage ist, merken wir es manchmal? Ich bin heimgekommen von dem Kumpflager und eine junge Frau hat mit mir dort so ein bisschen Gespräche geführt. Sie hat Interesse gehabt am Glauben, aber viele so ein bisschen Probleme, herausfordernde Fragen. Und wir haben keine Zeit mehr gehabt in Südfrankreich, um darüber zu reden. Und dann haben wir abgemacht, wenn wir daheim sind, dann schwätzen wir nochmal zusammen. Das ist wirklich schon einige Jahre her. Ist mir letztens wieder in den Sinn gekommen, die Geschichte. Und wir sind dann daheim gewesen, wir haben die Autos ausgeladen, ein bisschen entladen und irgendwie ist die junge Frau weg gewesen, nicht mehr rum, oder? Obwohl wir eigentlich abgemacht haben, wir wollen noch zusammen reden. Dann dachte ich, komm gut, jetzt gehe ich schauen, ich gehe ihr noch nach, ich habe mein Velo gepackt. Ich habe irgendwie gedacht, hey, schnapp deine Bibel noch und fahre da so, dann hocke ich ab in das Dorf, wo sie wohnt. Und plötzlich denke ich so, ich fahre dort runter und ich habe keine Ahnung, wo sie eigentlich wirklich wohnt. Und dann dachte ich, komm, fahre da die Straße links darauf. Es ist einfach so ins Feld gegangen. Ich habe keine Ahnung, wo die eigentlich wirklich hinführt. Und ich habe das gemacht, einfach dem Impuls gefolgt. Das war ganz ein einfacher Gedanke. Einfach so, fahr da rauf. Und ich habe dem Impuls gefolgt, weil ich dachte, hey, das ist, glaube ich, Gott, der zu mir redet. Und ich fahre rauf und als ich oben auf dem Hügel ankomme, sehe ich die junge Frau, so Luftlinie von mir, am Feldweg unten so im Feld sitzen. Niemand hat sie abgeholt, oder? Sie ist wahrscheinlich irgendwo, ich weiß auch nicht, noch ein bisschen Debriefing mit sich selber gemacht. Und ich komme dort rauf und sehe sie genau. Es war mega speziell gewesen. Und wir haben ein super Gespräch gehabt. Ich konnte mit ihr beten. Sie hat echt ihr Leben Jesus gegeben, so wie ich mich mag erinnern. Ich konnte ihr etwas aus der Bibel vorlesen. Und mega cool gewesen. Ich wäre so sicher in das Dorf gefahren und hätte irgendwie ein Haus gesucht und sie nicht gefunden. Oder? So etwas Kleines. Ich glaube, manchmal ist es viel einfacher. Vielleicht wie Gott zu uns redet oder auch wie, vielleicht hast du die Gabe schon und du merkst es gar nicht. Das Erste, jeder hat eine App und manchmal ist es auch einfacher. Ich habe noch einen Vers zu dem, 1. Korinther 12, Vers 11. Da heißt es, dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Das ist die Bibel, das bin nicht ich. Die Bibel sagt, jeder kommt Gabe über, die Gott ihm zugedacht hat. Was hast du für eine Gabe? Was würdest du sagen, ist deine Geistesgabe? Was ist das Geschenk, das Gott dir gemacht hat? Du hast eine, wenn du sozusagen Jesus angenommen hast, das ist die Voraussetzung. Kommst du das neue Modell über? Du kommst den Heiligen Geist über, die Voraussetzung. Und er schenkt dir auch die Geschenke. Und was mich auch noch gefreut hat, mit diesen ganz praktischen Sachen, manchmal habe ich auch gedacht, ja, okay, ich bin jetzt nicht der krasse Prophet, ich kann jetzt eine Sprache übersetzen, so, wo jemand im Geist redet. Was habe ich denn überhaupt Spezielles? Aber ich glaube, cool an diesem Text finde ich auch, zu sagen, hey, wenn ich jemanden ermutigen kann, wenn ich praktisch helfen kann, ich kann das als meine Geistesgabe auch sehen. Und sagen, komm, ich nutze das. Es ist vielleicht viel natürlicher, als wir manchmal denken. Gott hat mir jetzt die Gabe gegeben vom Worshipen zum Beispiel. Das ist einfach Gitarre spielen. Ich könnte sagen, das ist einfach eine natürliche Gabe. Aber ich kann jetzt sagen, hey, nein, ich nutze das, um Menschen in die Anbetung von Gott zu führen. Oder? Und ich sehe das als meine Geistesgabe. Ich muss nicht das selber klein machen. Vielleicht bist du viel geistlicher, als du es manchmal denkst. Du musst vielleicht gar nicht zu weit suchen. Gott hat dich schon begabt, er hat dir schon eine App installiert. Die Frage ist, brauchst du und sagst du, hey Gott, du kannst das haben. Du darfst es verwenden. Ein anderer Punkt, wenn es um die Geschenke geht, was die Geschenke überhaupt sind, ist ein wichtiger Punkt, dass Gott gibt uns Geschenke sehr persönlich und individuell. Gott hat eins geschnürt für dich, er hat sich etwas überlegt, wo er dir seinen Mix zusammengestellt hat. Es ist nicht willkürlich, sondern er weiß, wie er dich brauchen will.
Wenn wir nochmal den Vers lesen von 1. Korinther 12, Vers 11, wo wir schon gerade gelesen haben, da heisst es am Schluss, jeder erhält die Gabe, die ihm zugedacht ist. Ist nicht einfach so, ich rühre es mal ein bisschen raus, sondern hey, komm, am Simi könnte ich mal so ein Etui schenken, das könnte er brauchen. Und Gott schenkt dir Gaben, die für dich sind. Und manchmal ist es doch so, dann schenkt einem irgendwie das Grosse, ein Bulli, er ist irgendwie cool und er ist zu gross und dann denkst du, was soll ich jetzt mit dem? Vielleicht denkst du, ja Gott, ich hätte viel lieber diese Gabe oder diese Gabe. Aber Gott hat sich etwas überlegt. Und natürlich dürfen wir nach mehr streben und offen sein und sagen, hey, habe ich wirklich das Update? Habe ich wirklich das Betriebssystem? Muss ich wieder mal eine App abladen? Aber Gott hat gute Gaben zusammengestellt. Die Frage ist vielmehr, nutzt du die? Wenn du jemandem hilfst, sind das Zeichen und Wunder von unserer Serie. Wenn du für jemanden bettest, ist es Zeichen und Wunder. Wenn du jemanden ermutigst, ist es Zeichen und Wunder. Wenn du jemanden Gemeinde anleitest in der Kirche, ist es Zeichen und Wunder. Wenn du in fremden Sprachen bettest, ist es Zeichen und Wunder. Die Bibel macht nicht einen Unterschied, hast du gemerkt? Die Frage ist, wendest du an? Zeichen und Wunder, sage ich, geschehen dort, wo du in diesen Gaben hineinlaufst, die Gott dir gegeben hat und die für sein Reich einsetzt. Und sagst Gott, nimm es, brauch es. Und cool ist auch, wenn wir überlegen, was das Geschenk ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Gaben, die sind nicht einfach da für uns. In Römer 12, Vers 7 heisst es, wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, was immer du für eine App Gott siehst, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Jesus, wenn er Wunder da hat, oder? Hat es an den Menschen da. Ich sage immer, oder ich will es vielleicht anders sagen, Gaben, Geschenke sind nicht primär für mich, sondern sind eigentlich für die Gemeinde, es ist füreinander. Es ist nicht für Attraktion, wow, da kann einer jetzt irgendwie übers Wasser laufen. Sondern es ist, um Gottes Reich zu bauen. Es ist ja nicht für den Sonntag, für heute, sondern es ist für den Alltag, für deine Familie, für deinen Arbeitsplatz. Jesus hat Wunder da im Alltag, bei den Menschen, die ihn gar nicht gekannt haben. Gaben sind für andere. So, schauen wir uns den dritten Punkt noch an. Wie können wir sie erhalten und anwenden? Oder vielleicht besser gesagt, wie können wir sie erkennen und anwenden? Man könnte ja fragen, was hindert uns daran, sie anzuwenden oder zu entdecken? Spannend ist, dass in der Geschichte, wenn man schaut, von dem Christentum, hat man sehr oft, also sehr lange Zeit, gesagt, du, das gibt es gar nicht mehr. Das, was wir hier in der Bibel gelesen haben. Das war eigentlich nur für die ersten Christen gewesen, weißt du, die Geschenke. Aber das ist vorbei. Weil mit den Aposteln sind die gestorben, oder? Die Gaben, die gibt es nicht mehr. Und erst im 20. Jahrhundert oder so stark im 20. Jahrhundert wieder hat man wirklich gesagt, hey, ich will die Gaben entdecken, wir wollen die Welt erreichen, wir brauchen die Gaben vom Heiligen Geist. Und es hat starke Erweckungen gegeben, Anfang vom 20. Jahrhundert. Und man nennt das jetzt so die charismatische Bewegung, wo man mit diesen Gaben auch stärker rechnet. Und das Problem ist, was wir oft machen, wir machen eine Box. Wir sagen, eigentlich Gott, du kannst alles, oder? Du kannst alles. Aber dann, ja, von unserer Theologie, das wäre jetzt mal alles, oder? Von unserer Theologie sagen wir ja, nein, das gibt es jetzt nicht mehr. Oder die Gabe, vielleicht die eine Gabe, die gibt es jetzt nicht mehr. Machen wir mal einen Strich hier, oder? Und da habe ich erlebt, dass niemand geheilt worden ist beim Gebet. Dann haben wir unsere Box, oder? Das ist so unsere Box, wo Gott Platz hat, ist noch so gross. Okay, Gott, du kannst vielleicht das und das, du kannst vielleicht, die Bibel ist sicher wahr und so, aber jetzt den Toten auferwecken, das geht nicht. Aber der Rest geht noch. Und dann das nächste Mal hast du einen Gedanken weitergegeben für jemanden und es ist nicht so wirklich angekommen, es ist irgendwie niemand geheilt und niemand war mega berührt. Dann sagst du, ja, das geht irgendwie auch nicht, oder? Machst wieder irgendeinen Strich oder eine Verletzung, da ist irgendetwas in meinem Leben nicht funktioniert, machst du noch kleiner. Und so wird quasi die Box, die Gott drin ist, noch kleiner. Und immer wieder tust du das in deinem Leben runterbuchstabieren. Und am Schluss ist Gott irgendwo noch so ein kleines Quadrat da drin, wo Platz hat. Und du sagst, ja gut, das kannst du eigentlich. Und ich glaube, das ist ein mega, mega Problem. Mich eingeschlossen. Ich sage Gott, ja, traue ich dir wirklich das zu, was du in der Bibel sagst? Und was hindert uns eigentlich daran, dass Geschenke zu bekommen oder die anzuwenden. Ich glaube, oft ist es, es kann sein, dass ich generell das klein mache. Dass ich sage, das gibt es gar nicht. Ja, in fremder Sprache reden, das ist sicher irgendwie erfunden.
wie kann ich Gott mit dem beschenken? Oder wie kann ich das App, wie nehme ich das App führen, wenn ich das gar nicht ernst nehme? Oder? So Jesus, den er gewirkt hat, in Nazareth, in seiner Heimatstand, wo er nicht ernst genommen worden ist, hat er gar nicht viel Wunder können tun. Man hat ihn gar nicht ernst genommen. Was traue ich dem schon zu? Aber in anderen Städten hat er viel Wunder da. Die Frage ist, was wollen wir als Connect sein? Oder? Wollen wir als Connect ganz klein machen? Oder sagen wir, hey, wir trauen dir Grosses zu? Etwas anderes kann sein, dass du sagst, ja, Gott ist schon gross, er kann Wunder tun. Ja, er kann sicher Tote verwecken, er kann sicher, es gibt sicher Sprachübersetzung, aber mir schenkt er das nicht. Oder? Dass du sagst, ich komme es nicht über, dann machst du dich eigentlich selber klein. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass man sagt, hey Gott, du kannst das auch mir geben. Ich glaube, ganz viel mit dem zu tun. So noch ein paar Überlegungen, wie kannst du das ganz persönlich erhalten oder anwenden? Wie kannst du in das Leben mit diesen Gaben hineinwachsen? Sag mir, du glaubst jetzt das, du sagst, ich kann das haben. Weil Jesus ja mich frei gemacht hat, darum kann ich das haben. Ich glaube, ein Punkt ist, manchmal einfach ganz konkret ausprobieren und anwenden. In meinem Leben, ich muss sagen, ich tue in Sprache jetzt beten. So. Das ist irgendwie, dass du dort noch Kuder wählst, wenn ich das jetzt machen würde. Aber das war nicht so spektakulär, wie ich das bekommen habe. Da hat irgendein Kollege mich mal auf die Seite genommen. Der hat unbedingt, wie ich es auch kann. Er hat gesagt, komm, bete doch auch das und so. Ich bete dir jetzt ein bisschen vor. Und du kannst das einfach auch machen. Und ich habe das einfach auch probiert. Und am Anfang habe ich das mega komisch gefunden. Aber jetzt, das stärkt mich in meinem Glauben. Ich mache das. Und ich glaube daran. Und es tut mir gut. Vielleicht kannst du sagen, hey, ich bete einfach mal jemanden für Heilung. Es kann ja sein, dass jemand geheilt wird. Oder ich höre mal auf Gott, ob ich einen Eindruck kann. Probier aus, wende an. Ich glaube, manchmal heisst es auch, zu sagen, das kann wie sein, eine App ausprobieren. Manchmal kann es sein, hey, ich suche im App Store. Ich schaue wieder einmal, gibt es ein neues App? In der Bibel heisst es, wir dürfen nach Gaben streben. Wir dürfen Gott darum bitten. Schenk mir noch mehr. Oder? Zeig mir deine Gaben. Du kannst wieder mal Gott bitten. Hey, ich möchte wirklich die Gaben haben. Ich möchte wirklich können. Vielleicht prophetisch hören. Ich möchte können in fremder Sprache reden oder ermutigen. Und manchmal kann auch ein Grund sein, der uns hindert, dass einfach unser Speicher voll ist. Du hast gar keinen Platz mehr, irgendeine App installieren. Hast du so voll, deine Agenda so voll, dein Speicher so voll. Und der Heilige Geist ist auch ein Heiliger Geist. Manchmal müssen wir das wie reinigen, Platz schaffen. Vielleicht eine App, die wir gar nicht brauchen, löschen. Und sagen, Gott, ich möchte wirklich ganz für dich zur Verfügung stehen. Ich möchte auf deiner Mission sein. So, ich finde es ein herausforderndes Thema, ein grosses Thema. Wie können wir die Geschenke von Gott überkommen? Aber auch mega spannend. Ich glaube, jeder von uns hat wirklich so ein Geschenk. Die Frage ist, haben wir das entdeckt und wenden wir das schon an? Glauben wir, dass Gott das noch tut. Und ich wünsche mir, dass Connect so ein Ort ist, wo wir sagen, hey, wir machen keine Box, eine kleine Box machen, sondern wir probieren es aus. Wir trauen das Gott zu. Wir vertrauen ihm, dass er so wirken kann. Wir beten füreinander, wir hören füreinander. Das kannst du trainieren in der Kleingruppe. Du kannst Gott darum bitten. Und wenn wir in dem hinein laufen und unsere Gaben anwenden, dann wird Gott Zeichen und Wunder tun. Die Band darf mal auf die Bühne kommen. Ich fasse nochmal zusammen. Das sind drei Punkte, oder? Gott gibt uns ein Geschenk. Und jeder hat ein Geschenk. Du hast ein Geschenk. Die Frage ist nur, erkennst du es? Weißt du, was er dir möchte schenken? Und das Coole ist, es ist immer Zeit für Geschenke. Heute Abend möchte Gott dich beschenken. Vielleicht kannst du jetzt gerade nachher im nächsten Song für die Person nebendran Gott fragen, hey, hast du meinen Eindruck? Hast du mir einen Gedanken? Darf ich für die Person beten? Die Frage ist, wenden wir das an, strecken wir uns danach aus und möchten wir überhaupt Gott mit dem dienen? Kommen wir zusammen auf. Ich möchte in eine Zeit gehen, wo wir Gott auch fragen können, hey, was ist mein Geschenk? Habe ich vielleicht eins weggesperrt? Bin ich überhaupt bereit, dir mit dem zu dienen? Bin ich bereit, mehr von dir zu erwarten? Vielleicht können wir einfach einen kurzen Moment still sein, während die Band spielt. Und Gott mal fragen, hey, habe ich überhaupt Platz auf meinem Handy?
brauche ich wieder mal ein Update. Muss ich wieder mal mich neu stärken lassen und erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Habe ich überhaupt schon mal Jesus eingeladen und das neue Handy bekommen? Wo muss ich meine Box sprengen lassen? Sind wir noch einen Moment ruhig und ja, hört einfach, was Gott uns ganz persönlich sagen will. Ist, dass du jetzt gerade so Strich von diesen Sachen wegnimmst, die wir vielleicht klein machen, wo wir sagen, hey, das gibt es vielleicht gar nicht mehr, die Gabe, oder ich kann die nicht haben. Danke, möchtest du unsere Box sprengen. Und danke, Jesus, bist du gekommen, hast du dich aus dem Paradies verabschiedet, bist du ans Kreuz gegangen, um wirklich uns näher zu sein, dass wir den vollen Lebensatem von Gott in uns haben können. Und schenkst du jedem von uns Gaben, sogar ein Set von Gaben. Und ich bete wirklich darum, dass wir das anwenden dürfen, im Alltag, in der Kirche, füreinander, zu deiner Ehre. Heiliger Geist, komm doch gerade jetzt. Da, was wir überhaupt nicht spektakulär finden. Schenke uns Eindrücke. Schenke, dass wir Träume haben dürfen, dass wir Prophetien haben dürfen, dass wir ermutigen dürfen, dass wir die fremde Sprache reden dürfen. Schenke, dass der Connect so ein Ort sein darf, wo wir das mit dir erleben dürfen. Amen.